So, willkommen zu einer neuen Folge aus meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Und wir kommen zum Teil 2 vom Knorr Hüttenschmaus ex Samyang Buldak Ramen, ne? Wir haben nämlich beim letzten Mal so eine Tüte gefunden, Knorr Hüttenschmaus, ich weiß gar nicht mehr, welche Sorte das war, Käse, Spätzle wahrscheinlich. Und da habe ich gedacht, das ist Käse. Und wir haben ja immer hier diese schönen Samyang Buldak Cheese, die mir ja besonders gut schmecken. Die kombinieren wir mal, machen wir zusammen. 2 Packungen Samyang, 1 Packung Knorr. Und ich habe einen zweiten Beutel gehabt, aber keine Käsespätzle, sondern Emmentaler Macaroni. Und das ist auch Käse und da bin ich mal gespannt. Beim letzten Mal war das mit dem Beutel nicht so toll. Das habe ich ja hier im Wasserkocher gemacht. Und den Rest habe ich gedacht, mache ich auch genauso fertig. Das gab dann eher eine Suppe. Und das sollte bestimmt nicht so flüssig sein. Normal machst du das ja auch in der Pfanne. Es steht aber auch da, der Mikrowellenherd. So einfach in der Mikrowelle. 500 ml Wasser in eine Schüssel reinpacken. 8 Minuten erhitzen. Dann nochmal umrühren und dann nochmal 8 Minuten erhitzen. Das ist idiotensicher. Ich glaube, ich werde mir eine Schüssel nehmen, das 8 Minuten erhitzen. Dann umrühren und nochmal 8 Minuten erhitzen. Und in der Zwischenzeit mache ich das fertig. Und dann freuen wir uns bestimmt, dass das so toll ist. Das halte ich mal kurz rein. Vielleicht das Thumbnail. Vielleicht müssen wir das Thumbnail aber auch mittendrin machen. Wir wissen es nicht. Der Knorr Hüttenschmaus featuring Samyang. So, ab geht's. So, da habe ich jetzt schon 500 ml Wasser reingemacht. Das ist nicht viel. Da packt man gleich mal die Tüte hinterher von unseren Emmentaler Macaroni. Genau. Alter, da ist noch Pulver drin. Da ist noch Pulver drin. Adi, guck, da ist noch Pulver drin. Pulver. Riecht ihr das? Nee. Das rühren wir jetzt mal um mit dem Katzenschwanz daneben. Die Mikrowelle ist auch schon eingestellt. Ich habe die jetzt einfach auf die höchste Stufe. Ich weiß ja nicht, wie viel das ist. Ich habe die auf die höchste Stufe gepackt und mache das jetzt wirklich 8 Minuten. Lasse ich das dann laufen. Durchfall. Laufen. Adi, wo sind die Geister? Wo sind sie? Wo ist er? So, das sieht doch schön aus. Richtig schön sämig. So muss das bestimmt sein. Jetzt ist hier da eine Macaroni dran. Ist die knusprig, wunderbar. Das tun wir jetzt hier rein. In die Mikrowelle und ab geht's. So, das haben wir euch auch schon gezeigt, dass ich dann immer 2 Packungen Samyang nehme. Nudeln, leg die hier aufeinander in einem Topf. Mach mir da kurz das Wasser warm im Wasserkocher. Das geht bedeutend schneller, wenn du das dann drüber gießt. Dann ist das Gefühl, nach 5 Minuten sind die Nudeln einfach schön weich. Aber nicht zu weich, immer noch bissfest. Für mich genau richtig, noch ein bisschen kross. Ne? Dauert nicht lang, ist gleich fertig. Adi, Schatz! Das schmort so lang vor sich hin hier in der Mikrowelle. So, circa 1 Liter müsste reichen. Es ist normalerweise bedeckt. Man kann das dann irgendwann auch nochmal rumdrehen. Wenn man es ein paar Minuten auf der einen Seite hatte, drehst es rum, drehst es auf die andere. Ihr seht, wie schön heiß das ist und dann beschlägt das alles sofort. Richtig genial, komm nochmal. Hui! So, wir haben die Nudeln jetzt mal aus der Mikrowelle rausgenommen. Die 8 Minuten waren nämlich um. Wir haben das hier ein bisschen rumgemacht. Die sind noch. Wir haben wieder eine an der Gabel. Warte mal, kann man die probieren? Ja, die sind noch ein bisschen fest. Aber die schmecken übelst käsig. Richtig genial. Haben viel intensiveren Geschmack als die Käsespätzle. Das heißt, die packt man natürlich nochmal rein. Ich weiß nicht, ob 8 Minuten vielleicht nicht doch zu viel ist. Die ganze Mikrowelle tropft. Alles voll heiß. Wir machen mal 5 Minuten jetzt nach dem Rumrühren. 5 Minuten gucken, was dann wird. Und hier seht ihr schon, die haben jetzt hier einfach rumgelegen. Die sind eigentlich schon relativ
weich, nicht mehr knüppelhart. Die mache ich nämlich nicht so auseinander. Die versuche ich immer als Netz zu lassen. Die können wir schon abgießen dann und dann auf die draufpacken und dann alles in die Schüssel und dann sind wir schon fast fertig. So, und das ist jetzt neu, weil ich die ja normalerweise von dem Topf hier in den Nudelsieb reinmache. Den Topf hinstellen, die abtropfen lassen, wieder in den Topf da alles verrühren aus dem Topf ist, weil der Topf geht am besten sauber machen. Gerade durch die rote Soße, die sich immer überall aggressiv dran heftet, wenn ich das auf dem Teller gemacht habe. Der Teller hat immer orange Flecken bekommen, ging nie wieder sauber. Jetzt war ich ja so schlau und habe mir diese Schüssel besorgt, also diese Glasschüssel. Jetzt kann ich einfach alles hier in die Glasschüssel reinmachen. Kann in der Glasschüssel die Soßen dazu machen und irgendwie sieht es doch dann viel appetitlicher aus und viel besser. Wieso ich jetzt erst darauf gekommen bin, alles hier drin zu verrühren, man weiß es nicht. Soße 1 sind ja zwei Beutel, haben ja zwei Dinger. Soße 2, ich mache immer eine in die Mitte und eine versuche ich außenrum ein bisschen zu verteilen, aber das meiste läuft eh an den Nudeln entlang, ganz nach unten in die Schüssel rein. Und das gleiche mit dem Käse. Käse Nummer 1. Käse fliegt immer rum in alle Ecken. Das gibt immer ein bisschen Sauerei. Ja. Und Käse Nummer 2. Ein dicker Beutel, ein dünner Beutel. Und ihr hört, genau jetzt in dem Moment ging die Mikrowelle. Genau jetzt ist der Rest auch fertig. Guckt euch das doch mal an, wie das jetzt hier schon mal so aussieht. Das ist unsere Samyang Käse-Nudel-Brei-Sorte. Adi guckt auch schon ganz gespannt. Adi, guck, nix scharf, ne? Jetzt schmeißen wir das andere einfach drüber und rühren es ein bisschen um. Ich habe die Nudeln jetzt das zweite Mal hier rausgenommen. Guckt mal, man sieht schon, die sind auf jeden Fall weicher. Die sind auch viel, viel größer als vorhin. Die haben sich gemacht. Ganz kurz reinleuchten, ganz kurz wieder rausleuchten. Die müssen wir jetzt da drauf knallen. Ich hoffe, ich verbrenne mich hier nicht. Einfach einmal drüber. So. Jetzt erkennt man gar nichts mehr. Jetzt könnt ihr euren Arbeitskollegen sagen, guckt mal, ich habe einen Nudelsalat gemacht. Alle freuen sich. Dann kommt der Erste, nimmt eine tiefe Gabel in die Samyang-Soße rein und fällt um. Das wäre doch richtig genial. Das matschen wir jetzt alles ein bisschen rum. Müssen das halt jetzt richtig gut verteilen. Es geht mit einer Hand halt schlecht, aber ihr seht schon hier in der Mitte, da kommt nämlich das wahre Übel, die Wurzel des Bösen zum Vorschein. Guckt euch das an, dieses tiefrote, brutale. Ich mache das jetzt ein bisschen rum und zeige es euch gleich, wie es aussieht. So, die Schüssel ist jetzt fertig, das Essen ist fertig und ja, das ist, sieht auf jeden Fall verdammt gut aus, muss ich schon mal sagen. Guckt euch das doch nochmal an, wie toll das aussieht. Hier sind die großen Nudeln, die langen Nudeln, die Samyang-Nudeln, die Macaroni, alles ist am Start. Ich habe mir auch extra nochmal den Beutel hier rausgeholt jetzt, damit wir das vielleicht für das Bild, zack, nochmal reinmachen können. Wie ein Bekloppter, wie ein dämlicher Spinner, ein Dreckiger, ein Blöder, ein... Ich habe keine Ahnung. Wenn ich hier so hänge, ist immer überall Schatten im Gesicht, also guckst du in die Sonne. Und dann siehst du schon wieder aus, als hättest du voll einen Brella. Ich stelle das jetzt hier hin, beziehungsweise ich kann euch das auch nochmal so zeigen. Hier, so sieht das jetzt aus. Sieht das nicht gut aus? Sieht aus wie eine mega Samyang-Portion. Wir werden das jetzt kurz mal probieren, einfach so. Aha. Einmal in die Mitte, nein, und dann so eine Gabel raus und dann schmeckt das bestimmt jetzt einfach gerade nur nach Samyang Buldak Cheese, weil mehr ist es gerade nicht. Ja, während das andere gestern ja eher dann wie eine Suppe noch war, weil du die Nudeln rausgeschlürft hast, richtig geschlürft, es war alles wässrig, dann ist ganz viel Brühe zurückgeblieben, die du am Ende noch getrunken hast, ist das hier jetzt gefühlt wirklich eine dicke, fette Nudelpampe. Ist auch deutlich schärfer als gestern. Also das hat wirklich den Original Samyang Geschmack, die Samyang-Schärfe, den Samyang-Flavor. Ich nehme mir mal hier so eine Gabel voll. Macaroni.
Emmentaler Macaroni, die schmecken aber auch richtig gut. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir so eine Packung mal öfters kaufen können. Ich glaube, die Käsespätzle sind nicht so gut wie die guten Emmentaler Macaroni. Aber eigentlich müssen wir ja beides kombinieren. Finde ich auf jeden Fall wieder sehr genial, was man mit den Samyang-Nudeln noch alles machen kann. Ich werde die Schüssel jetzt hier aufessen. Ich guck mal, ich wollte bei den zwei Videos versuchen, das irgendwie mit einem Zeitraffer zu machen, dass man das dann sieht. Aber wenn das nicht klappt, würde ich schon sagen, das war's von meiner Seite aus. Habt ihr auch Lust, euch mal so eine schöne Samyang-Ex-Hüttenschmaus-Kollaboration zu machen von Knorr? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Sehr schöner Samyang-Geschmack, sehr schöner Emmentaler Geschmack. Beides kombiniert. Da sind jetzt Nudeln dran. Da ist das. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. So fett. Unglaublich. So, die Schüssel ist leer. Wie man gesehen hat vielleicht oder gemerkt hat, zwischendurch, die Samyang-Nudeln waren schon alle weg. Zack, alles im Mund gelandet. Und die ganzen Emmentaler Macaroni sind irgendwie übrig geblieben, weil die immer nicht mit an der Gabel und mit dem Rest gewesen sind. Das heißt, am Ende war es nochmal richtig schön käsig im Abgang und mild, während des Essens die ganze Zeit diesen typisch scharfen, käsigen Samyang-Geschmack hattest. Wurde es dann am Ende nochmal richtig gemütlich und das war richtig saustark, saulecker, aber esst bewusst, esst nicht immer so große Portionen, esst nicht so viel. Ich mache das hier für ein Video, ansonsten ernähre ich mich gesund und treibe viel Sport nicht. Deswegen macht das nicht nach oder teilt euch so einen ganzen Topf, so eine Schüssel mit dem Adi. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.